Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Eine Kleinigkeit wollte ich eben machen. Und zwar wollte ich eben kurz nachgucken, ob man irgendwie sehen kann, was für einen Rang man in dem aktuellen Eid hat. Weil eigentlich müssten wir gebündelt mit dem... Ja, wie hieß denn der Ring nochmal? Ja, Moment, das kriegen wir raus. Ich glaube, ich weiß, welcher es war. Der hier, alte Hexenring. Der ist es. Dann reden wir mal ganz kurz mit ihr, weil ich will wissen, was für ein Rang wir sind. Ja, Eid leisten haben wir ja schon. Genau, haben wir bereits geleistet. Man kann nur sehen, dass man welche darbieten kann, aber nicht wie viele. Bricht die Hölle los, bla bla. Ja, kommt man... Okay, wenn es nicht hier ist, kommt man das dann irgendwie da sehen? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Irgendwie müsste das aber gehen, oder? Kann man das vielleicht hier sehen? Nee, da bestimmt nicht. Hier vielleicht? Hier ist Ausrüstung, Menschlichkeit, Zauber, bla bla bla. Diener ist Chaos, aber steht halt nicht welche Stufe. Das ist sehr ärgerlich. Was wir vielleicht machen könnten... Ne, 10 Menschlichkeit spenden will ich jetzt auch nicht. Wäre auch ein bisschen unnötig. Aber ich glaube, wir könnten hier hingehen. Und hier gab es doch dieses komische Item. Wie hieß denn das nochmal? Ne, angeklagte Spieler, Anklage, Liste der Diener. Genau. Da können wir mal reingucken. Ja, wie gucke ich denn jetzt meins an? Weil hier sind jetzt ja nur die Top-Leute drin. Und bis runter zum 80 scrollen, da werden wir ja easy peasy niemals was finden. Nee, deine Wertung. Da steht's unten. Deine Daten werden geladen. Ach, guck mal an. Ja, 80.000. Platz. Kann man machen, ne? 30. Also es zählt noch. Nee, warte mal. Das sind nicht meine Werte, Kumpel. Wo steht denn da hier bitte schön Camper-Glitch? Oder ist es egal? Ja, ich habe ja auch 30, ist ja egal. Dann ganz kurz den Ring wechseln, weil der ist halt komplett für den Arsch. Ne? Havels Ring, auf geht's. Ja, stechen, das wollte ich. Und dann gehen wir Richtung Isalith. Jetzt muss ich mich aufpassen, dass wir keinen Fehler machen. Weil wir dürfen erst zum Boss durchgehen, wenn wir tatsächlich bei Isalith, also vor Isalith, diesen Shortcut geöffnet haben. Das lese ich aber gleich nochmal nach. Nicht, dass wir jetzt irgendwie Scheiße bauen, das wäre mich mega ärgerlich. Ey, wir haben viel zu viel Menschlichkeit, ne? Was eigentlich was Gutes ist, ne? Aber müssen wir uns merken, dass wenn wir, kurz vorm Endboss stehen, auf jeden Fall die ganze Menschlichkeit wegballern. Sprich, dass wir hingehen und allen möglichen... Warte mal, der ist doch Pyromantie-Typ, oder? Ach, eigentlich habe ich Pyromantie, scheiß drauf. Ich werde mir überlegen, ob ich mich vielleicht mal kurz hitten lasse, um so ein Ei auf den Kopf zu kriegen. Dass wir uns danach Pyromantie kaufen können bei ihm. Aber ist eigentlich Schwachsinn, oder? Ja. Gehen wir runter zum Boss. Aber nicht rein zum Boss, sondern erstmal davor. Und dann gehen wir erstmal im Wiki nachlesen, ob es auch richtig war, was ich getan habe. Weil diesmal gehen wir mit Solaire zusammen zum Endboss, würde ich sagen. Oder generell, diesmal retten wir ihn halt. Ob ich den wohl backstabben kann? Na, ich glaube nicht. Ah, egal, der hält hier eh nicht viel aus. Alles gut. Der hat gar nichts für mich, schade. Dann gehen wir auch ganz kurz unter uns hier ans Feuer dran. Ist ja jetzt nicht so weit weg.
Ja. Und dann gehen wir noch kurz farmen da links? Nee, ne? Nö. Wir können auch hier direkt runterhüpfen. Wäre ganz echt drauf geschissen. Der Ritter Kirk. Lol. Hä? Wie Ritter Kirk? Ist das jetzt ein NPC? Weil Ritter Kirk hört sich so an, als wäre es der NPC hier gewesen. Kirk kommt noch bekannt vor tatsächlich, aber... War das hier? Boah, ich habe gar keinen Plan mehr, ne? Wer war denn nochmal Ritter Kirk? Ja, gut. Gar keinen Plan. Ja, egal, dann warten wir ganz kurz, bis er runterkommt und töten ihn eben. Ist ja egal. Feuer kann ich eh nicht nutzen, bis der tot ist. Ja, aber haben wir den nicht schon mal besiegt? Kam der nicht irgendwie erst später? Was? Das war kein Step? Am Arsch. Was? Ja, dann ziehen wir durch. Mir auch egal. Ja, tschüss. 27.000 Seelen. Oh, schmeckt. Keine Menschlichkeit, kein gar nichts. Na, dann halt nicht. Warte, wir haben jetzt ja gerade genug. Warte, wir können sogar tatsächlich noch ein Level steigen. Wir haben noch hier diese bedeutende Heldseele. Mal gucken, wie viel war die nochmal? 20.000? Ja. Müsste sogar schon reichen. Hoffe ich. Nee, lol, als ob. Erzähl keinen Mist. Das reicht nicht? Oh mein Gott. Dann die Heldenseele auch noch. Krass, Alter. Mittlerweile 120.000 fast. Übel. Jetzt sind es über 120.000. Scheiße. Ja, okay, dann gehen wir ganz kurz runter in den Shortcut öffnen. Wobei, habe ich den schon aufgewertet? Ich glaube schon, das sieht so aus, aber wir können es mal ganz kurz mal nachprüfen. Weil wir haben so viel Menschlichkeit. Nee. Geht nicht weiter. Ja, gut. So, hier kommt erstmal die Statue. Genau, die meine ich. Fix. Okay, dann müssen wir normale Hits machen, sonst haben wir zu wenig Ausdauer. Weil ich kann nur zweimal stechen. Das geht natürlich auch. Ja, wenn die es so machen möchten, bin ich natürlich voll dabei. Der nächste bitte. Der speit kurz. Ist ja okay. Beide erwischt. Nice. Sehr gut. Da kommt jetzt noch kurz der Kackwurm und dieser Riesentyp da an. Aber der kommt jetzt sogar schon. Hui. Okay, Loch. Hi. Moin. Ui, da haben wir sogar einen Rückwärtssalto hingelegt. Nice. Ja. Oh, nicht mich runterwerfen, bitte. Das wäre ungünstig. Bin ich ehrlich. Oh, 400 Damage. Schmeckt. Ja, noch ein Rückwärtssalto. Kein Problem. Ich bin sehr agil. Und noch rein. Jawohl. Heute bin ich sportlich. Oh, da hätte ich fast runterfliegen können. Zack. Ja, geht. Ja, mit ein bisschen Platz und Geduld geht das schon klar. Ah, eine Großaxt. Nett, danke. Habe ich aber schon auf plus 15. Sehr ärgerlich. So, diesen Kackwurm hier lassen wir einfach mal in Ruhe. Wobei, jetzt mal Blitz, ne? Wäre ja mal interessant zu wissen, wie Blitz auf den ist. Zack. Ja, geht, ne? Das Gute ist, jetzt können wir den wenigstens ein bisschen schneller wegspammen. Ich glaube, damals hatten wir 30 oder so gehabt. Bin ich mir nicht mal so sicher, ehrlich gesagt. Ja, eigentlich sind wir mit den Dämonenruinen ja sogar schon durch, bis auf den Boss, ne? Weil wir waren ja hier schon. Hier gibt es ja eigentlich nur noch den... Diesen Asyldämon da. Ich weiß nicht, wie der hier hieß. Ist halt ein Reskin. Ist eigentlich langweilig. Das heißt, danach... Oh, nichts hat er gehabt. Lame. Das heißt, neben diesem Boss hier...
Okay. Ja, fackel mich ruhig an. Hast recht. Nehme ich. Okay. Ja, müssen die ja wissen. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, mache ich ganz kurz das Wiki auf und lese durch. Weil wenn wir jetzt hier einen Fehler machen, dann sind wir am Arsch. Dann müssen wir einen ganzen Playthrough warten, um das zu wiederholen. Und das will ich nicht. Weil es wäre ärgerlich und traurig, bin ich ehrlich. Deswegen gucken wir jetzt nach Solaire im Wiki. Und ich werde euch nebenbei sagen, was ich lese. Solaire of Astora. Encounters in Anor Londo, bla bla. Genau hier. Beside the Sunlight Altar Bonfire in the Undead Parish. Neben dem Sonnenlichtaltar? Echt jetzt? Da steht der? Wo der Drache ist? Auf der Brücke? Daneben? In diesem Garten? Da ist der? Hab ich ja noch nie gesehen. Nach Anor Londo ist der da, bevor wir hier hingehen. Echt jetzt? Ja, ist ja egal, aber ist ja krass. After defeating the Centipede Demon, Solaire appears in the nearby bonfire to the borders of Lost Isalith. On the bridge to Lost Isalith, between the only respawning Titanid Demon and the Chaos Servant door to Demon Ruins, Solaire can survive this encounter if the player joins the Daughter of Chaos Covenant first and gives Quilak's sister 30 humanity to open this door from the Demon Ruins side. After it is open, kill all 9 Sunlight Maggots and proceed to defeat the Bed of Chaos. If he survives this, he can be found in the hallway, depressed and available for summoning against the final boss. Ja, die Bed of Chaos ist ja das, ist ja der eine Riesenboss da. Das heißt also, jetzt den Shortcut aufmachen und bevor wir den Boss da hinten machen, hier alle killen. Richtig? Kill all 9 Sun Maggots and proceed to defeat the Bed of Chaos. Das habe ich verstanden. Mhm. Okay. A player has to talk to Solaire at Sunlight Altar. Echt jetzt? Hey, habe ich beim letzten Mal noch gar nicht gemacht. Ja, sehen wir dann. Wir gehen ganz kurz hier hin. Das war super dumm. Ich wollte eigentlich kurz rübergehen, das Item holen. Ja, so geht natürlich auch, ne? Trinken wir halt ganz kurz, das ist schon okay. Dann machen wir eben die Tür auf. Und gehen dann den Boss legen. Wobei, wir können natürlich auch hier hingehen und direkt zum Bed of Chaos gehen, theoretisch, ne? Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, eigentlich schon, ne? Nee, der war ja noch nicht beim Feuer. Weiß ich nicht. Tatsache, wir können es echt aufmachen. Lol. Das ist ja krass. Das finde ich heftig. Dim, 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 dim. Okay. Könnt ihr jetzt mal stehen bleiben, ihr Drecksviecher? Stehen geblieben? Nice. Und den letzten kleinen Maggot. Oh, was hast denn du fallen lassen? Noch eine Medaille? Ne, die Sonnenlichtmadenmaske. Nice.
Okay, ich lese trotzdem nochmal ganz kurz durch, weil ich will mir dazu 100% sicher sein. After defeating the centipede demon, Zolaire appears at a nearby bonfire on the borders of Lost Isalith. Müssen wir jetzt erst den Centipede killen? Oder müssen wir jetzt schon hier zum Battle of Chaos gehen, um ihn zu retten? Ich weiß es nicht. On the bridge to Lost Isalith. Huh. Warte mal ganz kurz. After leaving Andalondo, go to the Sunlight Altar and speak with him there. The Sunlight Altar is located to the right of the bonfire in the undead burg. Bla bla bla. It's a small room behind where the Hellkite Dragon was perched. Ja. Yeah. If your faith is at stat level 25. Okay, dann könnten wir dem beitreten, theoretisch. What happens here is going to depend on how you enter Lost Isalith. If you go straight into Lost Isalith through the regular route, which is right after speaking with Zolaire after the centipede demon fight, then Zolaire will become aggressive and you will fight him near the area where the door... Ja, okay. Also wenn wir jetzt hier rumgehen, ist falsch. However, if you instead take the shortcut from Demon Ruins into Lost Isalith, then you will encounter 9 Chaos Bugs in the corridor on your way to the Lost Isalith. You must kill all 9 of them. Do not leave a single one alive. And do not cross into Lost Isalith, so that area loads before you have killed... Warte mal. And do not cross Lost Isalith, so that area loads before you have killed all 9 of them. If even one is alive and you enter Lost Isalith, then Zolaire will find them and so so kill them all, bla bla bla. If you miss one, then you come back to the shortcut corridor. You will find Zolaire with one of the bugs attached to his head. And you must kill him. If you kill all 9 of them, then return to Lost Isalith before returning to the start of the shortcut area. You will find Zolaire sitting on the ground just outside the door that you opened with the Daughter of Chaos Covenant. Okay, das lese ich jetzt nochmal ganz kurz. Ich will wirklich keinen Fehler machen. Bla bla bla. If you kill all 9 of them, habe ich gemacht. Then return Lost Isalith before returning to the start of the shortcut area. You will find Zolaire sitting on the ground just outside the door that you opened with the Daughter of Chaos Covenant. Also hier. Das heißt, wir müssen jetzt eben zu Lost Isalith rein und dann hierhin zurücklaufen. Obwohl wir den Centipede noch gar nicht gekillt haben. Also den unten im Lava, der da an der Ort und Dings ziehen. Okay, das versuchen wir. Da ist ja unser Meister, ne? Ich habe jetzt einen Blitzbogen. Eigentlich müsste der jetzt richtig viel einstecken, ne? Können wir ja mal testen. Mhm, smart. Nice, gar kein Damage. Willst du mich jetzt trollen? Was soll das denn? Gar kein Damage, der Bogen ist zu schwach, okay. Sehr schade, Lost Isalith. Lass mal ganz kurz gucken gehen, ob der jetzt da sitzt, weil es wäre natürlich jetzt brutal. Bin ich ehrlich. Oder? Ich weiß halt nicht, wo der sitzt. Oder wo der sein soll, genau. Warte, es sagt hier noch, he will be depressed, but by talking to him here, you will trigger his final summon sign at the end of the game, just before the final boss fight. To find it as soon, bla bla bla. You will find a shortcut to Lost Isalith in Demon Ruins just outside the room where you fought the Demon Fire Sage Boss. As you face that room, look to the right and you will see a hole in the wall. Use the tree roots to reach the ground floor and then go to the end of the long hall where you will find a locked door. The way to unlock the door, bla bla bla.
After you raise the covenant, bla bla, then you can bla bla bla. It is possible to do so without joining the bla bla bla. An addition way to save Solaire is after killing the centipede demon, hit Solaire to make him hostile, don't kill him, and proceed through Lost Isolith normally. NPCs who want to kill you stay at the spot. Wow. Okay. Also, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir jetzt erstmal hier hingehen in Lost Isolith rein. Aber anscheinend vor dem Centipede. Weil wenn wir jetzt diesen Boss unten töten, diesen Centipede-Demon, dann ist er weg. Die Frage ist nur, müssen wir jetzt erst das Bait of Chaos besiegen, also das, diesen Endboss, der hier ist? Oder wie sehe ich das jetzt? Weil das ist nicht gesagt. Ja, weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen gemein, dass ich das nicht weiß. Pass auf, ich google nach How to save Solaire. How to save Solaire. How to save Solaire and 5 things you didn't know. Ja, die 5 Fakten, bla bla bla. Wetten, da sind eh wieder 50 Werbung drin. Unfortunately, Solaire doesn't usually have a happy ending because the moss bla 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 bla. Ja, jetzt erkenne ich erstmal warum, da bla 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 bla. So viel Bullshit in diesen ganzen Online-Magazinen. Da ist immer so ein... Weißt du, 90% des Textes sind einfach nur für den Arsch. Bla bla bla, jetzt reden die noch irgendwie mit dem Entwickler. The Undead Berg, didn't know how we came. Okay, dann gehen wir zurück, das ist mir jetzt schon eine Schrottseite. Ich kann es auch direkt sagen, thegamer.com, richtige Schrottseite, Alter. 50 Texte da, weißt du, und nur einer davon ist vielleicht relevant. Ich scroll jetzt nicht durch, bis ich jetzt finde. Am Arsch, Junge. Okay, Reddit-Eintrag. If you offer 30 humanity to the fair lady, spider chick, after Krelak, it unlocks a shortcut in the demon ruins. It allows you to kill the maggot before it infects Solaire. Ja, aber wann müssen wir die töten? Weil wenn ich jetzt weggehe, dann respawnen die. Weißt du, reicht es jetzt so, weil wir sie jetzt einmal quasi gekillt haben? Oder müssen wir jetzt wirklich erst den Boss killen und das im einen Run? Also quasi die hier am Leben lassen und den Boss killen in einem Run. In beiden Fällen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal hin, weil anscheinend sind die sich ja nicht einig. Ich gucke noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer, ob das da irgendwie steht. Ansonsten keine Ahnung. Die sagen alle nur, man sollte die töten, bevor ihr hier hinkommt. Ja, ach nee. Meine Güte, aber keiner sagt, welchen Zeitpunkt. Weil die spawnen doch neu. Ich kann natürlich jetzt hier den ganz normalen Weg, jetzt da den normalen Boss machen, mich ans Feuer setzen, hier zurückgehen, das Bettdingen da machen und dann müsste... Ich habe keine Ahnung. Also das ist halt doof. Die sagen mir halt nicht genau, wann das sein soll. Aber alleine herausfinden könnte ich natürlich auch, aber wenn ich jetzt halt verkacke, dann ist es halt Ende. Weil es ist halt, dann müssen wir im nächsten Playthrough machen. Ist doch doof. Okay, die helfen einem gar nicht. Clearing up confusion und saving Solaire. Ja, wer? Das ist jetzt von GameFAQs. Also FAQs. Punkt. Keine Ahnung. Ja, .com. Gamefacts.gamespot.com. Mal gucken, ob die was zu was sagen. Ja, Wiki is too confusing, bla bla bla. First of all, Solaire takes a particular route through the game. These are the places you meet him. Here is the most important part. Anor Londo, before Bonfire. Ich laufe mal ganz kurz zurück in der Zeit. Sunlight Altar Balcony. Bonfire after killing the centipede demon and Sunlight Maggot Hallway. Now here's the deal. In the Sunlight Maggot Hallway, there are 9 Sunlight Maggots. 8 of these will respawn after killing, but only one of them doesn't. This is the one that infects Solaire, if he reaches this point. So what you have to do
is kill this one maggot before Solaire reaches the Sunlight Maggot hallway. When Solaire is at the Sunlight Altar balcony, go to the Chaos Servant, rank it up to level 2 using 30 humanities. Then the shortcut door will open, blah blah, proceed to the demon ruins, blah blah. Kill every maggot you find, there will be a total of 9 of them. Open the door you unlocked and kill the remaining behind it. Make sure you get all 9 so you are certain you killed the non-respawning one. You can check this by resting at a bonfire and counting them again. If there are only 8, you're good. After that, pretty much do whatever you want. Kill the centipede demon boss, optionally speak to Zolaire at the bonfire after the fight, continue through Lost Isolith until you reach the Sunlight Maggot hallway again. There will you find Zolaire once more. In short, kill all 9 maggots before... Ein Rachegeist Lazarus? Wieso hab ich einen Rache? Lol. Moment, wieso bin ich denn jetzt hier? Wer will mich denn jetzt rächen? Warum? Wofür rächen? Rachegeister sind doch von dem Monddings, oder nicht? Ach so, ich bin jetzt gerade bei... Hä, aber was habe ich denn für eine Sünde begangen? Hä? Ja, dann soll er herkommen. Ist mir egal. Ich mach den fertig. Falls er denn überhaupt kommt. Ist der oben? Hä? Wer invasiert denn bitte schön hier in Lost Isolith? Was ist das denn? Aber ich muss zugeben, Props an gamefacts.gamespot.com, auch wenn der Link total behindert ist. Trotzdem Respekt dafür, dass ihr mir wenigstens den richtigen Hinweis gegeben habt, den man braucht. Und nicht den ganzen anderen Bullshit. Hey, wo ist der denn? Ach, da oben. Lol. Der es hört? Hallo, Dude. Nicht dahin rennen. Wo gehst du denn hin? Bist du dumm? Sieht er mich jetzt? Ich habe jetzt alles gerafft. Dann lassen wir ihn ganz kurz runterkommen. Ich habe jetzt keinen Bock, den Weg da hochzulaufen. Ich meine, er hat mich angegriffen, ja, nicht ich ihn. Auf jeden Fall muss ich dazu sagen, danke dafür. Ist this page helpful? Yes. Das ist endlich mal die erste Antwort auf die Frage, die ich hatte. Und zwar, was ist der Zeitpunkt, also wann ist der Zeitpunkt, an dem ich die killen muss? Weil die respawnen halt. Aber anscheinend ist einer, der nicht respawnt. Und das ist ein entscheidender Faktor, dass dieser eine nicht respawnt. Das sollte man wissen. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig zu wissen. Oh, der kriegt ja sowas von auf die Fresse. Ich will irgendwas laufen hier. Hä? Gar kein Plan. Okay, kurz verbeugen, mein Freund. Ha, hast nicht mitgerechnet, ne? Uff, die Fresse, Junge. Und Butz. Und Butz. So, halb tot. Und tot. Okay, das macht viel Damage. Oh, war das knapp für ihn. Ärgerlich. Da hat er mich fast gekriegt. Ich muss zugeben, das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Also der Angriff, den er gemacht hat, hat mich fast gekillt und seine Keule war auch stark. Heftig. Aber zu meinem Glück hat es gereicht. So, ich würde jetzt sagen, wir gehen zurück zum Feuer. Respawnen einmal, aber vorher springe ich jetzt hier rüber, weil wir jetzt nicht das Item auch haben. Da würde ich sagen, gehen wir ganz kurz zurück zum Feuer, auch mit dem Knochen kurz. Dann brauchen wir jetzt nicht wieder hier hochlaufen. Eine Ritterseele. Ja, okay, reicht ja. Und dann gucken wir nach, ob hier wirklich 8 sind. Aber das hätten die ruhig in Wiki schreiben können. Eine davon, dass er nicht respawnt. Das ist halt so eine wichtige Info. Jetzt mal no joke. Die beruhigt mich auch jetzt schon. Weil meine Idee war jetzt so, muss ich jetzt auf Zwang kommen raus, erst diesen anderen Boss besiegen? Oder kann ich auch einfach hingehen und jetzt einfach mich ans Lager versetzen, zum anderen Boss gehen, wie ich möchte?
Aber ist egal. Und mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Lol. Achso. Nee, lass mal. Brauche ich nicht. Oh, lol. Okay. Haben die eigentlich auch Items, die Typen? Haben wir? Ja, danke, Fokus. Jetzt hat er's. Schön. Nochmal ganz kurz den Dicken hier töten. Wir können auch zum Boss kurz durchsprinten, aber ganz ehrlich, warum? Oh, einmal kurz gezündelt. Und da haben wir ihn. Weil so schwer ist er gar nicht. Haben wir... Ja, das Kackvieh machen wir auch, einfach nur, weil es vielleicht einen Brocken hat. Ja, nice. Wieder nicht gewechselt. Danke. Jetzt nochmal. Ah, jetzt hat das. Danke. Ja. Dann machen wir jetzt den ganz normalen Weg. Aber erstmal gehen wir, wie gesagt, gucken, ob da wirklich nur 8 Stück sind. Aber macht auch Sinn, warum die dann wegrennen. Was machen wir auch nie wieder jetzt danach? Also ganz ehrlich, danach killen wir so leer einfach immer an jeden, falls was noch irgendwie mehrmals durchspielen und nicht nur einmal. Dann ist mir das auch egal. Weil erstens 30 Menschlichkeit ist mir das einfach nicht wert, glaube ich. Ja, wobei, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Okay. Noch ein Rachegeist vielleicht kurz? Nee? Gut, dann gehen wir. Ab zum Boss. Pass auf, Tour. Versuch's mit Schuss in den Rücken. Achso, Leute, bin ich doof? Ich wollte erstmal checken gehen. Das sieht aus wie 8. Wir gehen trotzdem kurz gucken. Auch wenn wir runterlaufen müssen, aber das ist es mir wert. Weil einmal will ich es, wie gesagt, schaffen. Alle anderen Male ist mir scheißegal. Das sind nur 8, oder? Ich glaube, das sind nur 8. 1. Zwei. Wir gehen ganz kurz checken. 3 und 4. Dann 5. Mhm. Nice. Mein Gott, nimm doch den scheiß Bogen in die Hand, Junge. Mhm. 6. Lol. 7. Und 8. Jetzt kommt noch Victor an hier. Was wollen die alle von mir? Wer ist denn jetzt Victor? Und warum ist hier um 3.39 Uhr morgens so viel PvP? Was ist da los? Auf meinem Level vor allem. Hä? Vor allem, wo ist denn der Typ? Jetzt ist er aber doof, weil jetzt will ich hier nicht sterben. Weil sonst muss ich nochmal hier runterlaufen wegen der Menschlichkeit. Das ist ja voll öde jetzt. Kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Wäre auch witzig gewesen. Ja, und wo ist er jetzt? Wenn er jetzt da hinten in die Richtung ist, dann ist es ein bisschen ungünstig jetzt. Weil ich gehe da jetzt nicht durch. Ich kämpfe mich jetzt. Lol, der ist da unten. Das ist ja mega unlucky für den. Ja, lol. Und nu? Ich sag mal ganz ehrlich, das ist für ihn jetzt ja richtig dumm gelaufen. Wie kommt denn der jetzt hier hoch? Weil runter kann ich nicht, da sterbe ich. Oder durchkämpfen kann ich jetzt auch nicht, weil dann würde ich halt durch Lost Isalif gehen. Hä, wie doof ist das denn jetzt? Ja, schade, ne?
Alter, wie viele von diesen Viechern es doch gibt, ne? Krass. Ob der merkt, dass wir hier oben sind? Ah ja, da. Kriegt der Damage oder sieht der uns oder weiß? Also, keine Ahnung. Wird ihm das angezeigt, wo wir sind? Das ist halt das, was ich mich frage. Weil gegen den kämpfe ich jetzt nicht, nur um PvP zu gewinnen. Das ist ja komplett Bullshit. Da müsste ich jetzt ja erstmal einen Kampf machen, um dann noch einen PvP-Kampf zu überleben. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt 5 Lakongs dann verlieren würde, weil wir die auch nicht durchs Feuer kriegen würden. Das macht jetzt ja gar keinen Sinn dann. Ja, toll. Und nu? Kann ich den eigentlich vertreiben oder so? Hab ich da ein Item für? Ich mach mal ganz kurz die Kamera so. Geht das irgendwie? Weil ich hatte doch irgendwie ganz viele Items hier. Das jetzt zu invasieren. Phantom verbannen, nach Hause zurückkehren. Das ist aber nur für PvP, oder nicht? Ah, nee. Ich wollte gerade schon sagen, warum kann ich das nutzen? Ha. Wenn du Beziehungen pflegen möchtest, ja. Verlässt Kampf des Stoizismus. Spiel endet, wenn der Horst das Spiel verlässt. Der Sieg in diesem Kampf führt einzeln zu Alter Anolondo, doch selbst in Abwesenheit des Aufsehers ist Kapitulation eine Schande. Im Namen der Ehre eines Kriegers solltest du diesen Kristall nicht leichtfertig verwenden. Ja, wie doof ist das denn jetzt? Jetzt muss ich den quasi nutzen, weil der Held hier unmöglich hinkommen kann. Oder wie mache ich das jetzt? Oder kann ich vielleicht eine Anklage benutzen? Nee. Ja, und du? Was mache ich in so einem Fall jetzt? Ach, da ist er ja. Lol, da kommt er echt hier hin. Ist ja sick. Ach, den juckt der Gegner da gar nicht. Ja, dann ist er cool. Nee, doch. Tut das schon. Nee. Hä? Ja, was denn nun? Moin. Okay, der will direkt kämpfen. Okay. Kein Verbeugen. Super unhöflich. Hier, nimm das. Was machst denn du jetzt? Zack, 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 zack. Oh, er heilt sich, oder was macht er da? Ach so. Den dicken Zauber nutzt er. Aber weißt du was? Null? Hat er mich gerade durchs Schild getötet? Ach, der hat dieses Schoteldingne? Er ist jetzt aber öde, weil ich bin ehrlich, jetzt muss ich schon wieder hier hinlaufen. Ja. Anklagen. Ach so geht die Anklage. Okay, also war er echt ein mieser Wichser, auf Deutsch gesagt so, ja? Ja, ach, jetzt muss ich ja wieder runterlaufen, wie öde. Mist. Nicht verbeugt, direkt angegriffen, nutzt einen übelsten AOE-Angriff. Eigentlich ja schon frecher Typ gewesen, ne? Aber hey, er hat uns auch invasiert, also ist eigentlich schon ein Wichser. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal eine Menschlichkeit nutzen. Toll, danke dafür übrigens. Und nochmal da runterlaufen, das finde ich auch super. Also komplette Zeitverschwendung. Und da muss man noch ewig warten, bis er hier hochläuft. Das ist ja schön. Danke. Ach, was eine Verschwendung. Vor allem, wie ist es jetzt eigentlich? Weil er hat mich ja invasiert, ne? Kriege ich meine Sachen jetzt trotzdem wieder oder hat er die jetzt quasi von mir geklaut, die Menschlichkeit und die Dingens? Weil es wäre schon echt mega mies, wenn die jetzt mal weg wären. Lol, wie viel weniger Damage wir jetzt einfach machen. Oha, Alter. Okay, es macht einiges aus. Einiges. Aber ganz ehrlich, ich will überlegen, ob ich mir den dazu hole. Machen wir einfach mal ganz ehrlich, haben wir noch nie gemacht. Drauf geschissen. Weißt du, warum ich es jetzt mache? Wir wurden jetzt zweimal invasiert. Und das sehe ich nicht ein. Deswegen gehe ich jetzt ganz kurz da meine Menschlichkeit holen und dann gehen wir zum Boss rein. Leute, der macht die One-Hit? Hä? Wie machst du die One-Hit, Alter? Ich habe auch krasse Waffen. Wie?
Nicht in die... solche da rein. Krass, mein Gott, Alter, wo hat mir der Damage her? Ist ja brutal. Okay, vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht. Hey, aber wie machen die Leute das? Ich habe doch auch plus 15 Waffen und alles. Da one-hit, hä? Da gibt's doch einen Trick, oder? Junge, ich muss mal ganz kurz hier mein Zeug holen. Das tut mir wirklich fantastisch leid. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Weil ich einen Geist gerufen habe, der nur vom Boss ist. Nee! Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir die 21 Menschlichkeit verlieren. Ah, ist das ärgerlich. Das ist ja super dumm. Ja, ich hoffe, dass er jetzt den Boss kurz klein macht. Weil es eh ein langweiliger Boss. Den habe ich mir letztes Mal auch beim First Try geschafft. Aua. Ah, ist jetzt ein bisschen schade. Okay. Wobei, geht eigentlich, ne? Sein Damage hier ist nicht so krass. Alter, zu zweit ist das ja mal weniger als easy, ey. Das ist ja lächerlich. Das ist doch kein Kampf, Junge. Lol. Ja, danke, Junge. Und der lässt was fallen? Lol, was droppt denn der? Menschlichkeit, ach so. Dämonenbeschleuniger. Ja, weiß ich jetzt nicht, Mann. Also bin ich ehrlich. Ich glaube, das war auch das erste und letzte Mal, dass wir so ein Phantom gerufen haben. Das ist ja dann viel zu einfach, lol. Da ist ja gar keine Schwierigkeit mehr bei. Da muss ja gar kein Pattern zu merken. Wenn er einmal zugehauen hat, beide Knüppeln drauf, der ist tot. Ich meine, gut, bei dem Boss dachte ich mir so, kann man es mal ruhig mal machen, weil der halt der auch super langweilig ist. Ja. Ist halt einfach ein Reskin von einem, der schon gereskinnt wurde. Also, lame as fuck, Mann. Warte. Ne, 4 und das sind auch 4. Okay. Ja, das war jetzt irgendwie lame, ne? Weiß ich nicht. Gelobt sei die Sonne. Hm. Aber auch schon Frechnis, wenn man stirbt, man durch die Invasion tatsächlich seine Seelen und seine Menschlichkeit verliert. Das finde ich eigentlich schon frech. Weil im Endeffekt hat er mich ja getötet und nicht irgendwas in der Welt hier. Mich würde jetzt mal interessieren, kriegt er jetzt eigentlich 21 Menschlichkeit und die Seelen, die ich hatte? Gut geschrieben oder was kriegt er jetzt? Weil wenn er das gut geschrieben kriegt, dann denkt er sich jetzt auch so, what the fuck, Junge, 21 Menschlichkeit, die nehme ich, Mann. Aber krass, ey, dass er die Dinger da gewonnen hat, das finde ich heftig. Entweder hat er irgendeine krasse Konterwaffe gegen die, so eine richtig heftige, von der ich nichts weiß. Irgendein Skill of 99. Oder ich habe gar keinen Plan. Weil die Waffen, die habe ich doch eigentlich auch alle auf dem höchsten Level. Ich meine, guck mal, die Waffe, die ich jetzt gerade nutze. Ich habe über 10 Menschlichkeit. Ich habe 50 Stärke sogar. Und die Waffe ist auf dem allerhöchsten Maximum für, Chaos, was es überhaupt irgendwie geht. Also eigentlich... komisch, ne? Ja, gehen wir mal ganz kurz hier ans Feuer. Leveln einmal. Kann ich nicht. Klar, was habe ich auch erwartet. Aber da haben wir eine Seele für. Die einzige. Da ist jetzt auch gut nötig für. Zack. 5 Level noch. Dann können wir in Resistenzen reingehen. Schön, schön, schön. Gehen wir noch ganz kurz die Items da oben holen. Ich habe zwar komplett vergessen, was da war, aber... machen wir mal. Irgendwas wird da schon gewesen sein. Oh, hat es gerade ebenso noch gereicht. Oh, nochmal. Krass. Zweimal übelst Lack gehabt jetzt. Fett. Da kommt der nächste. Wie Waffe in Gefahr. Erzähl kein Mist. Müssen wir gleich noch reparieren gehen. Hey, mache ich doch regelmäßig, als ob die jetzt schon so lange... Da habe ich das Vieh ja doch angekotzt, oder? Diese komische Schlange, den Wurm.
Deswegen mache ich vielleicht auch so wenig Schaden. Oder war das, weil mich irgendwas anderes getroffen hat? Weil ich habe jetzt auch irgendwie 2-3 Mal PvP gehabt, ob da vielleicht irgendwie was gewesen ist. Ich meine, weiß ich nicht, aber kann ja sein. Mache ich die One-Hit? Lag das in der Waffe? Warte. Die haben wir ja noch. LOL. Okay, dann war das vielleicht doch einfach nur die Waffe. Krass. Ritterseele. Heftig. Okay, das wusste ich nicht. Dass es so krass ist hier. Na gut. Ja, das ist der Shortcut nach oben. Falls wir hier hin möchten, warum auch immer wir das wollen. Aber man kann ja mal ruhig dahin gehen. Hey Leute, wir haben 20 Flakons. Ja, warum haben wir denn 20 Flakons? War in dem vorher 20? Hm, cool. Moin. Tschüss. War nett mit euch. Welche Waffe nehmen wir denn dann jetzt? Weil die hier schön und gut, aber... Ich möchte irgendwie eine andere nutzen, weiß ich nicht. Ich habe gerade irgendwie Bock auf das Schwert hier. Einfach, weil es mich gerade irgendwie so anlacht, weiß ich nicht. Gibt auch keinen Grund zu, ich habe irgendwie einfach Bock drauf. Ja, wir gehen hier rum. Hier rum ist schneller. Gibt zwar kurz Fallschaden, aber geht schneller. Zack. Außerdem gehen wir eher ins Feuer. Ne? Ja, dann gehen wir jetzt zum Boss. Direkt zum nächsten. Aber vorher gehe ich ganz kurz was testen. Ah ne, da muss ich erstmal ganz kurz ins Feuer gehen. Wie viel Schaden wir jetzt machen? Weil dann testen wir jetzt ganz kurz rum. Weil es sind ja quasi Dämonen, oder nicht? Und ich habe jetzt extra ein Schwert, was eigentlich auch gut gegen Dämonen sein soll, ne? Weil die Schwarzritter-Sachen und Drachensachen sind, glaube ich, gut gegen Dämonen. Glaube ich. Bei Schwarzritter weiß ich sogar. Aber hier glaube ich. Nee, ist ja komplett scheiße. Aber sauschnell, leck mir im Arsch. Wir brauchen ja gar keine Ausdauer. Wie ist eigentlich das hier? Tut das weh? Ja, nicht wirklich, ne? Also ja, ist One-Hit, aber hätte mehr sein können. Ja, lass uns nochmal ganz kurz testen. Was können wir jetzt für eine Waffe nehmen? Weil die ist ja auch nicht so schön. Wir könnten hier vielleicht mal probieren, die zu nehmen. Ja, die finde ich eigentlich auch zu fett. Da können wir gleich einen Zweihänder nehmen. Nee, drauf geschissen. Wir nehmen den Zweihänder. Oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, Blitz ist hier ganz gut. Ist nur so ein Gefühl, weil der Dämonen-Titanit, der Titanit-Dämon da, wie auch immer, der ist ja auch gegen Blitz anscheinend schwach. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass Blitz hier gut sein könnte. Wir können natürlich auch einfach mal das hier ausprobieren, ne? Ich meine, schadet ja nichts. Er hat zwar gar keinen Plus drauf, aber einfach mal gucken. Haben wir noch nie gemacht. Oh, sehr schnell auf jeden Fall. Oh, angenehm. Ja, gar kein Damage. Aber wobei, geht, ne? Dass wir gar keinen Plus haben. Wir machen zwar kaum Damage, aber können dafür auch sehr viele Hits landen. Interessant. Ne, nehmen wir den Zweihänder für hier. Habe ich jetzt so festgelegt. Oder weißt du was, wir noch nie getestet haben? Den göttlichen Claymore. Weil wir sind ja quasi in der Unterwelt, ja? Vielleicht können wir die ja bestrafen, indem wir mit was Göttlichem angreifen. Vielleicht ist das ja der Way to go, so. Kann ja auch sein. Naja. Das noch am wenigsten. Nee. Dann möchte ich gerne was ausprobieren, so als letzten Test, bevor wir zum Zweihänder wechseln. Und zwar, wer ist denn das jetzt schon wieder? Okay, und tschüss, weg ist er. Ja, dann halt nicht. War nett mit dir. Ja, ich will mich irgendwas testen. Nee, war schon richtig. Ans Feuer setzen. Reparieren. 280 ist echt kaputt gewesen. Krass. Lol, die Rüstung auch.
Also, nicht kaputt, aber gut angeschlagen. Er ist doch der gleiche, oder nicht? Krass. Der denkt sich jetzt auch so, wenn ich dem da helfen konnte, können wir ihm jetzt auch hier helfen. Aber nee, tut mir leid, Kumpel. Tatsächlich verzichte ich da drauf, weil damit war das halt einfach viel zu einfach. Da ist ja die komplette Spannung beim Boss raus irgendwie. Lieber sterbe ich zwei, dreimal, als das zu haben dann. 77 nur? Das trotz 10 Menschlichkeit? Weiß ich nicht. Ja, dann gehen wir zum Zweihänder. Dann haben wir es jetzt festgesetzt. Ich wollte es ja nur ein bisschen rumprobieren. Schade eigentlich. Bin ich ehrlich. Naja. Oder wir gehen mit voller Mannschaft rein, weil so toll ist der Boss jetzt auch noch wieder nicht. Ach, weißt du was? Die Folge gönne ich mir einfach mal. Machen wir den. Und wir machen den hier unten. Den Solaire. Den rufe ich schon mal, weil bis der da ist, ne? Und dann gehen wir mit drei Mann da rein. Dann geht's auf die Fresse. Da ist er ja, der Solaire. Von wegen, wir müssen im Dingens rufen da, ne? So, da haben wir ihn. Da kommt er. Der Hikuarisse. Solaire kommt auch noch dazu, weil er Bock drauf hat. Interessant, ne? Sehr interessant. Danke, Mann. Warum droppt denn der Doppelmenschlichkeit? Und Rinder. Jetzt gucken wir uns trotzdem natürlich an, ne? Ist klar. Trotz Koop-Partner, ist mir aber egal. Da kommt er ja, der Wurm. Sorry, Tausendfüßler. Finde ich aber auch geil, weißt du? Hey, ganz ehrlich, wir brauchen eine Idee für irgendeinen Höllenboss. Was können wir nehmen? Ach, so ein Tausendfüßler. Okay. Ja, mit mehreren Köpfen wie ein Cerberus. Okay. Ja, klingt gut. Machen wir. So komplett bescheuert eigentlich, ne? Boah, jetzt sind wir mit drei Leuten hier. Eigentlich ja komplett übertrieben, ne? Ja, gehen wir mal rüber. Eigentlich kann der uns jetzt gar nichts mehr, ne? Der Boss. Nehmen wir uns ein Stückchen. Und Feuer! In den Knöchel rein. So, der rennt voll durchs Feuer durch, kann er machen, ist mir egal. Eigentlich bringt Fallenbogen hier gar nichts, aber ist egal, ein bisschen können wir ruhig testen. Ja, komm, scheiß drauf. Bringt halt gar nichts. Jetzt wird halt auch ein Bogen raus, jetzt wo es rum ist. Ja, egal. Der Wille zählt. Okay. Konnten wir blocken, eiskalt. Nice. Kopf ist ab. Der ist tot. Der verkohlte Ring, sehr schön. Oh Bruder, da muss ich weg. Weißt du was, gönn dir mal die ganz kurz. Du bist zwar auch Lava-Typen, aber hier, kann man so nicht machen. Aua, das ist ohne Block, lol. Krass. In die Fresse. Habe ich nicht getroffen. Ich glaube, ich habe am wenigsten Schaden gemacht, aber ist egal. Danke nochmal. Wir haben gesiegt. Tschüss. Menschlichkeit, Heimike-Knochen, Sonnenlichtmedaille. Ja. Aber ich bin ehrlich, das machen wir nicht nochmal mit sowas. Weil es dann einfach viel zu einfach. Also sind wir mal ganz ehrlich. Das ist ja nichts. Also da können wir eigentlich auch direkt einfach nur zugucken. Das ist ja dann, ist ja lächerlich, ne? Weiß ich nicht. Brauchen wir nicht. Dann nehmen wir den Havelsring mal raus und gönnen uns dafür stattdessen hier diesen geilen Feuerläuferring, den ich auch vorher schon anziehen könnte, theoretischerweise. Habe ich nicht dran gedacht, ist auch egal. Welche ist denn das hier überhaupt? Da ist er doch. Reduziert Lavaschaden. Nehmen wir. Ja, okay, ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, ja? Leute rufen ist cool, wenn man nicht weiterkommt, keine Frage. Aber no joke. Das ist schon ein bisschen einfach, oder? Das ist schon ein bisschen einfach.
Ganz witzig fand ich übrigens, habe ich ein Video gesehen, wo sie Bosse gerankt haben. Habe ich euch ja vor ein paar Folgen mal gesagt, ne? Da haben die gesagt, er hier gehört zu einem der schwersten Bosse überhaupt. Weil man nur dieses mini kleine Plattförmchen da hinten hat. Und der Rest Lava ist. Wo ich mir dachte, Junge, sogar ich habe rausgefunden, dass da ein offensichtlicher Weg nach rechts führt. Wo du eine große Fläche hast. Ich bitte dich. Also so unoffensichtlich ist die jetzt auch nur wieder nicht. Geheimfahrt? Ja, komm weg damit. Ich will schlagen. Nee, ist nicht. Komisch. Ab nach Lost Isalef. War aber nice. War nice. Gefällt mir. Hallo, Solaire. Wie geht es dir, mein Freund? Erstmal aktivieren wir das hier. Kann ich eigentlich jetzt noch in Flammen? Ja, ne? Ist eigentlich komplett unnötig. Aber wir haben so viel Menschlichkeit, ja? Weg damit. Ach, was ist denn da? Warum gibt es denn hier Hilfe? Wie er uns weiterhelfen will. Der gleiche Typ. Nee, sorry, Kumpel. Wir machen jetzt ohne dich weiter. Also, nee, da brauche ich echt keine Hilfe. Wirklich nicht. After all this searching, I still cannot find it. Ja, kannst nicht finden. Sehr ärgerlich für dich. Mehr hast du nicht zu sagen. Schade. Dann tschüss. Ja, war nett, ne?